früher gab es keine Feuerwehr, da haben wir das immer gemacht. Ja. Es gilt, den Nachbarn zu helfen. Wir haben Feuerteufel noch zugeschlagen. Ja, so wurde es damals zum ersten Mal gelassen, aus dem Jahr 1852, wenn Feuer gerufen wird, haben sich die Bürger ja nach außen gegeben, zu schauen, was los ist, sich mit entsprechenden Helmern und Taschgeräten zu bewaffnen und versuchen, den Feuer zu bekämpfen. Man sieht, dass mit der Räumerkette sehr aufwendig ist. Nicht immer in dem Feuer. Ja, man hat gesagt, man muss sich was anderes einfallen lassen. Wir brauchen Staubwäschmittel. Und so wurde daran noch gearbeitet und es wurden die ersten Löschgeräte entwickelt. Und hier sehen wir eine Handwerkspritze, die aus dem Baujahr 1913 stammt. Erbaut im Feuerwäschgerätewerk.